You what? You deleted the internet? No, Mom, I'm gonna fix. Good morning, beautiful creatures. This is the Herald News Show. Let's get day three started with some artificial input. Yeah, artificial intelligence has been a buzzword and a hot topic for some decades now. And with every generation of AI research, new technical developments advance the possibility of something artificial being actually intelligent. In the following interview by Sternensuppe, Martin tells us about using photonics and optics as faster alternatives for building neuronal networks. Ja, ich spreche heute mit Martin Silbernagel, einem Computerkind, das nie erwachsen wurde, über KI-Inferenz mittels Photonik und Optik als Alternative zu Silizium. Hallo Martin. Hallo Esther. Kannst du was dazu sagen, warum das Thema jetzt aktueller geworden ist, also was es da an neuen Erkenntnissen zum Beispiel gibt? Also moderne Deep Neural Networks enthalten Kaskaden von linearen Schichten, von denen die meisten vollständig verbunden sind. Also jedes Ausgangsneuron ist eine gewichtete Summe seiner Eingangsneuronen. Die dazu notwendigen Matrixmultiplikationen lassen sich jetzt eben sehr effizient in der optischen Domäne implementieren. Und zwar haben wir zum Beispiel festgestellt, dass man Netzwerke von Mach 10 der Interferometern benutzen kann und dass dabei dann keine nennenswerte Verluste auftreten. Das Problem dabei, wie überall sonst, ist eben die Wandlung von optischen Signalen dann zurück in elektrische Signale, weil eben wir benutzen elektronische Computer als eine Ausgangsgeräte, aber auch als Speichermedien. Und da muss noch dran gearbeitet werden, aber prinzipiell ist das eine der großen Errungenschaften. Wie ist denn deine Einschätzung, wie weit die Forschung da jetzt im Moment schon ist, beziehungsweise wie lange es vielleicht noch dauert oder wie weit wir davon entfernt sind, dass das in mehr oder weniger in den technischen Alltag integriert wird? Also das ist eben sowas, was sich gerade so anfühlt, als könnte man das dann so in 10 bis 15 Jahren tatsächlich in Produkten in der Hand haben. Und gehst du davon aus, dass diese Version von KI die andere, also die auf Silizium basierende, ablösen wird oder dass beide parallel existieren können, weil sie so verschiedenartig genutzt werden? Naja, du hast auf alle Fälle du hast ja zwei Phasen mit den meisten Netzwerken, die auf Consumer Devices laufen. Du hast einmal die Trainingsphase und später hast du eben diese Inferenzphase, wo du das Netzwerk sozusagen benutzt. Und auf der Trainingsseite wird das weiterhin elektronisch bleiben, auf lange Sicht, glaube ich. Auf der Inferenzseite kann ich mir vorstellen, dass es im Bereich der dedizierten Hardware, also zum Beispiel beim autonomen Fahren, schon bald, also bald heißt in dem Fall 10 bis 15 Jahre, zum Einsatz von solchen optischen Chips kommen könnte. Dann vielen Dank für diesen Einblick und dieses sehr interessante Interview zu einem spannenden Thema, von dem ich vorher zum Beispiel noch nicht gehört hatte. Also ich glaube, so geht es auch vielen und umso spannender ist es, wenn man dann da so ausführliche Informationen dazu kriegt. Vielen Dank. Thank you, Martin and Sternensuppe. And as we all maybe be tired and didn't have the time to look at the Fahrplan, this is what the Fahrplan looks like for the next hour. On RC1, we have Reming Enclave Gates, a systematic vulnerability assessment of T-shielding runtimes. And on RC2, Like to Hear, self-adjustment of open source mobile hearing aid prototypes. Have you already moved today? No? Then home office yoga might be just the right talk for you to swing by at Zauberkeller to get moving. We kindly remind you to respect the privacy of all creatures while exploring the 2D world. This includes asking permission from everyone in the picture, be it an avatar or a camera image, before taking a screenshot or grabbing a video. Streaming yourself being inside the 2D world without anonymizing everyone else is not acceptable. We will be back with another show in an hour. In the meantime, don't forget to be excellent to each other and that 6-2-1 rule is still valid remote and on day 3. And try to get 10 minutes of fresh air.